gekommen zu unserem Pressegespräch vor dem Auswärtsspiel bei Arminia Bielefeld. Bis vorgestern wäre es beim Tabellenführer gewesen. Seit gestern, seitdem der KSC das Nachholspiel gewonnen hat, beim Tabellenzweiten. Trotzdem denke ich mal, Peter, eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, oder? Ja, es spielt ja jetzt keine große Rolle, ob einer erster oder zweiter ist. Sie liegen beide nicht zueinander, nicht zu weit auseinander, sodass man jetzt gegen den Tabellenzweiten spielt. Die Aufgabenstellung ist die gleiche, ist gleich schwierig, nicht weil sie jetzt plötzlich Zweiter in der Woche geworden sind, wird die Aufgabe dadurch leichter. Und Bielefeld, das ist schon eine Hausnummer, die sich kontinuierlich nach oben gearbeitet hat und jetzt natürlich auch mit dem Aufstieg, direkten Aufstieg, der ist ja deutlich gefahrloser als Dritter zu werden, liebäugelt und versucht dann natürlich gegen uns auch sein Heimspiel zu gewinnen. Bielefeld hat fast so oft zu Null gespielt wie wir unentschieden. Was sagt das über die Arminia aus? Ja, also ich denke, wenn man das Rückspiel betrachtet, dann war sicherlich Arminia Bielefeld die einzigste Mannschaft, die uns hier gezeigt hat, wie richtig Fußball geht. Da haben wir im Hinspiel sicherlich unser schlechtestes Spiel gemacht, fußballerisch. Und wir haben ja ganz klar eine ganz gute oder sehr gute Leistung abgerufen und waren uns in diesem Spiel eigentlich deutlich überlegen, was aber in dieser Saison, und deswegen bewerte ich das Spiel auch sehr, sehr schwierig, die einzigste Mannschaft war, die uns deutlich überlegen war. Und ich hoffe, das ist auch noch in den Köpfen der Spieler drin. Auch wenn wir uns sicherlich weiterentwickelt haben, kommt dann mit Bielefeld sicherlich eine sehr unangenehme Mannschaft auf uns zu. Und das gerade auch auf der Alm zu spielen, ist natürlich immer auf der einen Seite eine große Herausforderung, auf der anderen Seite natürlich immer auch eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Ja, was zeichnet Arminia aus? Arminia zeichnet aus, dass sie einen Top-Stürmer hat, der mittlerweile 19 Tore erzielt hat. Wir haben im Winter noch einen zweiten Stürmer dazu geholt mit Glasner. Also sind offensiv gut aufgestellt, sind mit Hille als Außenspieler 8 Tore gemacht, auch ein außergewöhnlicher Spieler, der immer in der Lage ist, auch wieder zuzuschlagen, sind insgesamt Zweitliga ähnlich aufgestellt, das muss man sagen, haben mit Hornig einen riesen Innenverteidiger, haben einen guten Torwart. Also es gibt wenig Schwachpunkte bei so einer Mannschaft, sonst wären sie letztendlich auch nicht so weit oben, wie sie im Moment sind. Trotzdem, unsere Mannschaft hat auch vieles richtig gemacht, gerade in der letzten englischen Woche auch. Welche Kraft zieht man jetzt daraus? Ich denke, dass wir also die generelle Kraft aus der Rückrunde eigentlich ziehen müssen. Wir haben bisher eine gute Rückrunde gespielt und das wollen wir auch versuchen weiter zu machen. Es ist natürlich, wenn man so die Vergangenheit sieht, wenn man die Spiele sieht in Heidenheim, in Osnabrück, also da haben wir es immer geschafft, die Gegner richtig zu ärgern, richtig gut auch mitzuspielen und ich hoffe, dass uns die Rückrunde auch noch weiterhin die Sicherheit gibt, das weiterzumachen, nicht zufrieden zu sein und auf der Alm zu spielen, ist letztendlich für jeden Fußballer, der da spielt, auch eine Herausforderung, die wir mit der hohen Konzentration angehen werden, auch da wieder und so teuer wie möglich zu verkaufen und man kann da immer nicht von dem Maximalziel ausgehen, dass man gewinnt, aber wenn wir unsere unentschieden Situation, wäre ich nicht unzufrieden, wenn wir die jetzt einfach mal so weiterhin aufbauen würden. Wer kann dabei helfen? Wer wird dabei fehlen? Also es ist so, dass Sven Schimmel ja die 5. gelbe Karte hat, der wird auf jeden Fall fehlen. Ihn zu ersetzen ist auch nicht ganz so einfach, weil der Sven natürlich die ganzen Dinge erfüllt, die man so als Trainer sucht beim Außenverteidiger in Defensive und Offensive. So kann man den so nicht so wirklich 1:1 ersetzen. Aber sonst haben wir natürlich die Möglichkeit schon, dass wir dann eine gute Elf aufstellen werden. Ich gehe mal davon aus, dass der Daniel rechts spielen wird und Pascal Wieler links. Ist zwar noch nicht hundertprozentig sicher, aber ich gehe im Moment davon aus. Angeschlagen ist nach wie vor immer noch der Lars Günther, der ja mit seiner
Krankheit schon vorsichtig umgehen muss. So, dass Alf Menzel trainiert heute das erste Mal wieder mit, heute am Donnerstag, nach seiner Auswechslung. Er ist immer noch gefährdet in dem muskulären Bereich, ist also immer noch nicht hundertprozentig fit. Wenn aber die Ampel auf grün zeigt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass er auf jeden Fall anfängt, ist aber auf jeden Fall ein Wechselkandidat nach 45 oder nach einer Stunde. Das muss man sehen. Wir haben auch noch wichtige Spiele vor uns, sprich Pokal, nächste Meisterschaftsspiele, sodass wir den Alf auf keinen Fall verlieren dürfen, kein Risiko eingehen dürfen, weil er eben ein sehr wichtiger Mann für uns ist. Und deswegen müssen wir da immer Rücksicht drauf nehmen. Der Jeff Giasi hat nach wie vor immer noch mit seiner Schambeinentzündung zu tun, stellt sich aber eben auch zur Verfügung, weil wir ihn auch eben brauchen, wo wir im Moment etwas Luft haben. Nico Herzig kommt zurück von seiner Krankheit, wo wir immer noch so ein bisschen darauf achten müssen, ist auf die Kartensituation. Wir haben im Moment, glaube ich, immer noch 6 Spieler, die aktuell, wenn sie eine gelbe Karte bekommen, im nächsten Spiel nicht spielen können, definitiv nicht spielen können. Und da müssen wir auch immer so ein Stück weit Rücksicht drauf nehmen. Haben im Mittelfeld ein Überangebot an Spielern. Markus Mann kann rein theoretisch wieder auf der 6 rücken. Und haben dann mit Janic, mit Ole Buck, mit Robert Müller, mit Marco Christ im Grunde genommen 4 Spieler für 2 Positionen. Und da warten wir jetzt mal noch die 2 Trainingseinheiten ab, um letztendlich zu der Erkenntnis zu kommen, welcher der 4 Spieler jetzt oder die Besten für die beiden Positionen sind. Und ich sehe es da auch relativ entspannt, das ist kein Problem, sondern wir haben in den nächsten Wochen viele englische Wochen, weil wir auch Pokal spielen und wir wollen ja auch im Pokal noch richtig weit kommen, versuchen da in die Hauptrunde einzuziehen, sodass wir die Spieler gut verteilen können und immer auch auf den Gegner abgestimmt, vielleicht auch uns den einen oder anderen Vorteil holen können, weil wir eben diese personelle Situation haben, die im Moment positiv ist, aber wir wissen selber ganz schnell auch ins andere, und wir haben so viel gelb gesperrte Fehler, dass man davon ausgehen kann, dass ich hoffe nur einen erwischt, aber ich glaube diesmal 2, sodass wir möglicherweise im nächsten Spiel ohne Innenverteidigung da stehen. Wenn zum Beispiel Wiemann und Herzig beide eine fünfte Gelbe kriegen oder 10. Gelbe, dann stehen wir im nächsten Spiel ohne 2 Innenverteidiger da. Deswegen müssen wir immer so ein bisschen darüber nachdenken, wie es auch danach aussieht. Werden aber trotzdem immer versuchen, irgendwo das Gefühl zu haben. Und für mich ist im Moment überhaupt keine Situation, ob er Robert Müller oder Ole Buck spielt. Wir müssen beim Ole immer darauf achten, er hat jetzt ein volles Spiel gemacht und wir brauchen ihn in den nächsten Wochen auch genauso gut wie die anderen. Der Markus Mann ist etwas an der Schulter verletzt. Da müssen wir gucken, wie das bis Samstag aussieht, ob wir da möglicherweise kein Risiko eingehen. Aber wenn der Markus grünes Licht gibt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass er gerade in Bielefeld, wir eine vernünftige Zentrale haben müssen, die sehr kopfballstark ist. Und Bielefeld hat nun mal viele Tore erzielt durch Standardsituationen mit Glasner. Dazu wird sich die Situation noch erhöhen, dass sie da noch kopfballstärker sind. Deswegen wäre es schon gut, wenn der Markus spielen könnte, weil er eben in der Luft auch ein sehr wichtiger Spieler für uns ist. Gut, gibt es Fragen noch zum Spiel in Bielefeld? Sie sprachen an, wenige Schwachpunkte, das heißt aber, Sie haben Schwachpunkte ausgemacht. Ja, ich denke, dass irgendwo immer ein Schwachpunkt zustande kommt, aber ich glaube, dass die ganze Mannschaft, der hat jetzt, glaube ich, über 60 Punkte, dass da eben schon ein sehr hoher Anteil an Selbstvertrauen vorhanden ist. Sie haben ein Heimspiel und es ist so, dass da so diese insgesamte Ziel dieses Vereins, jetzt plötzlich in die zweite Liga aufzusteigen, natürlich auch auf der einen Seite, ja, natürlich weiß ich das aus eigener Erfahrung, dass so in den letzten Spielen immer auch der Druck wächst für die und jede Situation, jeder Punktverlust auch irgendwo eine Entscheidung negativ in sich tragen kann, dass da schon diese mögliche
Angst, auch vielleicht durch einen Fehler nicht aufsteigen zu können, und das kann ganz schnell passieren, dass die bei den Mannschaften immer da ist. Und alle Mannschaften, die oben stehen, spielen im Moment nicht so, wie sie das am Anfang der Rückrunde gemacht haben. Stabil, sicher. Es war auch nicht so, dass jetzt unbedingt die bessere Mannschaft in Rostock gewonnen hat, sondern wenn man den Filmbericht gesehen hat und unsere Spielbeobachtungen dann noch miteinander vergleicht, dann haben die jetzt da kein überragendes Spiel abgeliefert, sondern haben einfach eiskalt zwei Tore gemacht und haben dann mit ihrer Routine das Spiel über die Bühne gezogen. Und deswegen glaube ich schon, dass wir das machen sollten, was wir bisher immer bei diesen großen, guten Mannschaften gemacht haben, versuchen zu ärgern und irgendwo versuchen auch daraus Kapital zu schlagen. Wir waren in diesen Auswärtsspielen nie die unterlegene Mannschaft, ob es in Heidenheim war, ob es in Osnabrück war. Da haben wir immer gute Spiele abgeliefert und das Gefühl nehme ich auch eigentlich mit. Und das sollte die Mannschaft auch mit nach Bielefeld nehmen. Sie sagen, das Hinspiel war das schlechteste Spiel. Sie haben es im Endeffekt trotzdem nur 0-1 verloren. Ja, wie gesagt, da war der neue Papst noch nicht da, da haben wir noch das Glück des Alten gehabt. Aber da muss man einfach sagen, dass wir da in diesem Spiel die klar unterlegene Mannschaft waren und verdient verloren haben, hätte auch höher ausgehen können. Und, das muss man sagen. Wenn uns eine Mannschaft wirklich überlegen war in dieser Saison, dann war das Bielefeld hier zu Hause. Da haben wir dann einfach ein schlechtes Spiel gemacht und die haben wirklich sehr, sehr gut Fußball gespielt. Und jetzt Ole Burg hat das erste Spiel bei 90 Minuten gemacht. Wie zufrieden waren Sie da? Der Ole hat das sehr gut gemacht, er hat ein sehr gutes Spiel abgeliefert. Ich kenne aber auch so die Situation, wenn Spieler dann mal wieder neu reinkommen aus der frischen Verletzung, dass die dann immer wieder durch die hohe Motivation, die sie haben, da ein gutes Spiel machen. Und ja, das ist so eine Entscheidung, die ich am Samstagmorgen nach dem Aufstehen, ich glaube, dass beide Situationen uns nicht schwächen, ob Robert Müller spielt, ob Hoch spielt, ob Christ spielt, ob Janic spielt. Also ich glaube, irgendwo ist das eine Situation, wo ich nicht viel verkehrt machen kann, aber immer so ein bisschen im Hinterkopf haben muss, was wir auch in den nächsten Wochen noch vor uns haben. Sie haben ja die Kartensituation angesprochen, die ja für einige Spieler ganz gefährlich ist. Wie gehen Sie da vor? Motivieren Sie die Spieler trotzdem aggressiv weiterzuspielen und auch mal anzugreifen? Oder sagen Sie, sie sollen sich lieber gedeckt halten, ein bisschen vorsichtig sein, weil es halt eben für die Zukunft gefährlich sein könnte? Und ja, es geht, also der Spieler darf nicht irgendwie durch die Karte gehemmt sein. Also man muss da eben auch seine 100% rein. Was ich nicht leiden könnte, wäre, wenn jetzt einer wegen Meckern die fünfte gelbe Karte bekommt. Das wäre dann nicht in Ordnung von dem Spieler. Da muss er sich einfach dann auch zurückhalten können, dass er eben nicht irgendwo auf dem Platz so eine Karte durch Meckern provoziert. Wenn er eben eine Karte durch eine Situation bekommt, wo er eben dann letztendlich einen Fehler macht und vielleicht falsch hingeht und eine gelbe Karte bekommt, ist es kein Problem. Also man kann einen Spieler, wie gesagt, man kann ihn darauf ansprechen, dass er wegen Meckern keine bekommt, aber nicht, wenn er irgendwo im Spiel, im Zweikampf ist. Wir haben es gestern auch wieder gesehen, Champions League, der Schiedsrichter, man kann auch keine gelbe Karte verdient haben und bekommt trotzdem eine. Und deswegen kann ich da die Spieler nicht anhalten, dass sie sich irgendwie zurücknehmen, sondern nur beim Meckern, da kann ich sie anhalten. Eine Frage an Herrn Fleischenbeiner, Sie haben jetzt genügend Zeit, die Mannschaft kennenzulernen. Sie haben jetzt auch Planungssicherheit. Wann sind denn Entscheidungen zu erwarten? Mit Verlängern, mit Halten, mit Trennen? Ja, das ist immer seit dem Sieg gegen Osnabrück haben wir immer die Planungssicherheit und danach und aber auch schon davor, in den Tagen davor, habe ich mit dem Trainer, spätestens nachdem wir mit dem Trainer verlängert haben, ich denke, das ist die wichtigste Entscheidung erstmal gewesen. Und dann gehe ich mit ihm jetzt ran, unseren Kader natürlich zu bewerten und dann eben auch die möglichen Neuzugänge, die Position, wo wir
der Trainer hat es ja vorhin schon mal angesprochen, die gute Rückrunde, ich meine, ich kann sagen, seit ich jetzt da bin, die Dinge kann ich bewerten. Ja, und 2013 haben wir jetzt 20 Punkte geholt in 12 Spielen. Wenn wir das hochrechnen, dann würde das für eine Saison aus 60 plus bedeuten. Und das wäre absolut eine klasse Saison, wie man dann da spielen kann. Und das, glaube ich, hat die jetzige Mannschaft, die sich durch gewisse Maßnahmen, die der Trainer ergriffen hat in der Winterpause, die jetzt vorbereitet wurden, die 20 Punkte haben wir ja jetzt nicht irgendwie glücklich geholt, sondern die sind verdient gewesen. Und deswegen ist unser erstes Ansinnen, dass wir den Stamm, die Mannschaft, die im Moment gerade bei uns spielt und die Punkte eben jetzt auch mehrheitlich geholt hat, dass wir den Stamm halten und da die auslaufenden Verträge auch versuchen zu verlängern. Dazu gehört natürlich nicht nur unsere Absicht, sondern eben auch die Bereitschaft von den Spielern, die auslaufende Verträge haben. Die ersten Gespräche haben diese Woche schon stattgefunden mit Spielern und die werden dann folgen. Und auf der anderen Seite sind wir dann natürlich auch dran, uns sinnvoll und gut zu ergänzen. Dazu muss man natürlich auch 16 Verträge laufen weiter. Die 16 Verträge nehmen natürlich auch, was unser Budgetrahmen für nächstes Jahr angeht, einen Großteil schon mal ein, sodass wir dann auch noch finanzielle Zwänge haben, die ich dem Trainer auch mit vorgebe und die Wünsche vom Trainer und die Vorstellung von mir, die müssen wir halt dann abgleichen und dann müssen wir eben auch auf gewissen Positionen, wo Bedarf ist, gucken, dass wir schlaue Lösungen finden. Nochmal meine Frage, wo ist der Bedarf? Ja, also ich denke schon, dass wir, ohne dass wir jetzt zu viel von unserer Idee natürlich auch nach außen tragen wollen, weil das dann auch eher Unruhe reinbringt, sowohl in den eigenen Kader als auch die ganzen Spieler gerade verrückt macht. Ja? Weil wenn man denen zu viel Futter gibt, dann schlagen die dann da kein Kapital draus. Aber wir werden uns sicher im Offensivbereich, da haben wir ja schon mit dem Sascha Wolfert einen Spieler verpflichtet, der aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht sehr gut in das rasch verpasst, was wir auch in Zukunft vorhaben. Junge Spieler, die entwicklungsfähig noch sind, die gewisse Torgefährlichkeit mitbringen, die aber sich natürlich auch erstmal an die dritte Liga gewöhnen müssen. Da haben wir einen Spieler geholt und da sind wir sicher noch nicht am Ende unserer Suche angelangt. Offensiv brauchen wir einfach auch noch Alternativen zu den Spielern, die im Moment gerade bei uns im Offensivbereich auch spielen. Sie haben aber auch drei Offensivspieler unter Vertrag. Die bleiben auch alle, oder? Den Jo, den Herr Strohengel, den Herr Görtler? Nee, bei Niklas Görtler läuft der Vertrag aus, bei Dominik Strohengel läuft der Vertrag weiter. Da können Sie aber auch noch nichts zu sagen. Wir wollen Sie nichts zu sagen. Ja, also da sind die Gespräche und solange die Planungen und die Gespräche laufen, wollen wir die Diskussion natürlich nicht öffentlich führen, sondern erstmal, was wir dann abgeschlossen haben, so wie Personalien wie bei Sascha Wolfert oder wenn wir jetzt mit dem Spieler von uns wieder verlängern, dann denke ich, sollten das auch bekannt geben, aber vorher die Verhandlungen, die wollen wir dann schon anführen. Gibt es noch weitere Fragen? Dann ist alles beantwortet. Vielen Dank für euer Kommen. Und dann sehen wir uns am Samstag in Bielefeld. Dankeschön.